Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit über 70 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus, ohne Wenn und Aber. Auch Stapler, Ladekran oder Gefahrgutfahrer. Gerne auch mit AZAV-Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer, bei uns sind Sie richtig. Profitieren auch Sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren Sie gerne unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt Sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Lohmar. Am 18. Juli 2019 spielte Still Collins in Rheinbach ein ganz besonderes Konzert für den Rhein-Sieg-Kreis. Auf dem Himmeroder Wall ging es aber um mehr als nur ein Geburtstagsständchen. Anlässlich der zweiten großen Abschlussveranstaltung sollte getreu dem diesjährigen Motto »Links und rechts des Rheins, alles eins« der verbindende Charakter im Fokus stehen. Um noch einmal explizit deutlich zu machen, dass der Rhein zwar eine geografische Trennlinie, aber keine Grenze zwischen den beiden Teilen des Rhein-Sieg-Kreises markiert, gab es ein ganz besonderes Highlight. Ultraläufer Heinz Jeckel ist von der östlichen Kreisgrenze in Windeck quer durch unseren schönen Rhein-Sieg-Kreis bis zur Westgrenze in Rheinbach gelaufen. Landrat Sebastian Schuster hat den Hennefer Ultraläufer am Fähranleger in Königswinter getroffen, als dieser bei Kilometer 36,9 schon mehr als die Hälfte der Distanz absolviert hatte. Wurde von Herrn Schuster eingeladen, diesen Lauf zu machen. Und da habe ich mich natürlich ein bisschen geehrt gefühlt, weil er geschrieben hat, prominenter Sportler. So prominent bin ich eigentlich gar nicht, ne? Aber okay, dann habe ich gesagt, ich mache das. Und bin heute Morgen in Windeck dann angetreten. Um 5 Uhr. War recht dunkel, recht kühl, recht bergig. Ja, wir feiern ja dieses Jahr 50 Jahre Rhein-Sieg-Kreis unter dem Motto rechts und links des Rheins, alles eins. Und da haben wir im Vorfeld der Veranstaltung heute Abend in Rheinbach überlegt, was können wir für eine kleine Aktion machen, um die Verbundenheit der 19 Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis zum Ausdruck zu bringen. Und da kam die Idee, dass wir den Herrn Jeckel gefragt haben, ob er durch den Rhein-Sieg-Kreis läuft. Er ist ein Langstrecken-Marathonläufer und er läuft von heute Morgen ganz früh bis heute Abend um 18 Uhr nach Rheinbach und hat verschiedene Stationen im Rhein-Sieg-Kreis, die Kommunen besucht. Und jetzt hier in meiner Heimatstadt Königswinter habe ich ihn gerne mit dem Bürgermeister gemeinsam begrüßt und ihm alles Gute gewünscht. Und wir haben uns verabredet für heute Abend auf ein kleines Kölsch in Rheinbach. Start war um 5 Uhr morgens in Windeck-Dreisel. Die 56 Kilometer lange Etappe führte Heinz Jeckel durch Altdorf, Hennef, Königswinter, Bonn und Meckenheim zum Festivalgelände am Himmeroder Wall.